Roter Rauch signalisiert einen gegnerischen Artillerieeinschlag. Was jetzt passieren muss, entscheidet der Bataillonskommandeur. In diesem Fall der Kommandeur des Panzergrenadierbataillons 401 aus Hagenow, Oberstleutnant Lars Neitzel. Im Gefechtsübungszentrum des Heeres Haldensleben wird die sogenannte Battle Group, auf Deutsch Kampfgruppe, auf ihren NATO-Einsatz in Litauen vorbereitet. Oberleutnant Chris ist Presseoffizier und führt uns durch das Trainingslager. Aus Gründen der persönlichen und militärischen Sicherheit wird in diesem Beitrag auf Nachnamen verzichtet. Namensschilder und Kennzeichen von Fahrzeugen sind verpixelt. Was wir gleich als erstes sehen werden, wenn wir auf unseren Gefechtsstand rückzufahren, ist die Sicherung. Von hier sieht man die schon ein bisschen. Man sieht die Umrisse eines Soldaten und vielleicht noch ein bisschen mehr. Und das hat einfach den Grund, dass unsere Truppe sich immer selber sichern muss. Auch wenn wir uns noch in unserem eigenen Verantwortungsbereich befinden und dieser Raum jetzt nicht der Operationsraum der feindlichen Kompanien ist, ist immer damit zu rechnen, dass feindliche Aufklärungskräfte im Raum sind oder dass ja andere Sachen passieren, die für uns schädlich sein können. Hier in Haldensleben befindet sich das modernste Gefechtsübungszentrum Europas. Hier trainieren nicht nur deutsche Soldaten, auch internationale Bataillone wie die zukünftige Kampfgruppe der NATO. Das Panzergrenadierbataillon 401 aus Hagenow ist Teil der Kampfgruppe, zusammen mit Niederländern, Kroaten und Norwegern. Ein Bataillon in Deutschland ist gegliedert in verschiedene Kampfkompanien und eine Unterstützungskompanie. Und die Battle Group hat noch einige mehr Fähigkeiten. Wir haben multinationale Kampfkompanien, also eine deutsche, eine niederländische Kompanie ist zum Beispiel hier mit uns im Gefechtsübungszentrum. Und dazu gibt es noch weitere Fähigkeiten, wie ABC-Abwehr oder operative Kommunikation ist mit dabei. Heute ist die große Abschlussübung der Kampfgruppe. Das Training dauert 72 Stunden. Ein Härtetest für die Soldaten. Simuliert wird eine Verteidigungsstrategie zur Verzögerung des Feindes. Der Feind will von Norden nach Süden hin angreifen, dargestellt jetzt mal durch diesen roten Stift. Was wir tun ist, wir haben Truppe in Stellung, dargestellt durch den blauen Stift, mit dem Auftrag, den Feind zu verzögern, sprich Raum gegen Zeit zu tauschen, den Feind immer weiter zu verlangsamen. In diesem Bereich, hier hinten, das ist unser rückwärtiger Raum. Hier haben wir unsere logistischen Einrichtungen, wie den Rear, an dem wir uns gerade befinden. Und wir haben noch weitere Einrichtungen, wie unseren Main, also den Gefechtsstand und sowas. Das ist hier in dem Bereich. Das Gefechtsübungszentrum ist riesig. Teilweise befinden sich die Stützpunkte Kilometer voneinander entfernt. Laut Oberleutnant Chris wurde das Trainingsgelände seit vielen Jahren militärisch genutzt. Die meiste Zeit war es eine Testeinrichtung für die Artillerie. Inzwischen finden hier Gefechtssimulationen aller Art statt. Nachdem wir uns den Gefechtsstand für den rückwärtigen Raum angesehen haben, geht es jetzt weiter zum sogenannten Main, dem Hauptgefechtsstand. Hier werden die wichtigen Entscheidungen vom Führungspersonal getroffen. Die Kommunikation ist dabei entscheidend. Ja, wir sind hier bei unserem Main, bei unserem Hauptgefechtsstand. Das ist der Kopf unserer Battle Group. Hier wird die Gefechtsführung geplant. Hier wird über die neuen Situationen, die neuen Lageerkenntnisse entschieden. Und von hier wird das Gefecht geführt. Und das ist für uns essentiell, denn nur wenn die Informationen gesammelt werden, können die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Unsere Battle Group kann erfolgreich das Gefecht führen. Unsere letzte Station ist der Gefechtsstreifen der Kampfgruppe. Dort kämpfen die Panzergrenadiere gegen den Feind. Sie befinden sich zu diesem Zeitpunkt mitten in der Übung. Wir dürfen das Kampfgeschehen nur aus der Ferne beobachten. Die Kompanie ist jetzt seit mehreren Tagen in der Gefechtsübung eingebunden, hat den Feind schon erfolgreich verzögert. Und wenn wir jetzt von der Kompanie sprechen, ist das nicht so, als würden wir jetzt 20 Panzer an der Perlenschnur aufgereiht sehen. Das geht ja nicht, weil das wäre ja taktischer Unfug. Was wir aber sehen oder versuchen werden uns anzuschauen, sind einzelne Panzer in ihren Stellungen, die Kompanie, wie sie ihren Verantwortungsbereich sichert, dort verteidigt, verzögert und alle ihre Gefechtshandlungen durchführt.
Die Gefechtssimulation spielt sich an einem imaginären Flussübergang ab. Diesen gilt es zu verteidigen. Der Bataillonskommandeur führt die Kampfgruppe an. Die Panzergrenadiere haben Stellung bezogen, müssen diese jedoch regelmäßig wechseln. Mit einem X sind die Schiedsrichter markiert. Sie werden später gemeinsam mit den Soldaten die Übung auswerten. Auch der Bataillonskommandeur wird bewertet. Er wird durch den Brigadegeneral aus Neubrandenburg ausgebildet. Also wir stehen hier an der Dolle, an einem der Übergänge. Hinter mir röhrt ein Kampfpanzer Leopard 2. Und in den Szenen hier vor haben wir, glaube ich, Schützenpanzer Marder gesehen. Das ist das originäre Fahrzeug vom Panzergrenadierbataillon 401. Und mit diesen Schützenpanzern Marder und dem Kampfpanzer Leopard wurde hier um den Übergang der Dolle gekämpft. Von einer Verzögerungslinie weichen die Panzergrenadiere aus zur nächsten. So geht es mit der Übung immer weiter. Über 2 Wochen lang trainieren die Soldaten in Haldensleben. Im ersten Quartal 2023 geht es dann für sie nach Litauen. Dann wird es ernst, die Mission des NATO-Einsatzes, die Sicherung der Ostflanke der NATO.